wir sind prinzipiell eine HTL. Der Zweig Art und Design wird untergliedert in drei weitere Zweige. Einmal Graveur, Goldschmied und Kunstschmied. Bei uns ist das prinzipiell eine 5-jährige Ausbildung. Allerdings gibt es auch ein Kolleg, wenn genügend Schüler zusammenkommen. Wir haben eine sehr kunstorientierte Ausbildung durch Unterricht wie Kunstgeschichte oder Kommunikation, aber eben auch eine handwerkliche Ausbildung, da wir mindestens einen Tag in der Woche in der Werkstätte unsere eigenen Entwürfe umsetzen. Welche Voraussetzungen sollte man jetzt mitbringen, wenn man bei euch eine Ausbildung machen möchte? Ja, je nachdem. Wenn eben die normale 5-jährige Ausbildung wäre, braucht man den Abschluss der Unterstufe. Bei einem Kolleg wäre Matura von Bedeutung, da das dann eben eine verkürzte Zeit ist. Es gibt prinzipiell einen künstlerischen Aufnahmetest, der eben vor der Aufnahme an der HTL gemacht wird. Allerdings ist dieser nicht unbedingt recht schwierig. Man sitzt beieinander und macht verschiedene Schattierübungen, aber auch zum Beispiel muss ein Muster spiegeln oder so, weil das bei den Graveuren wichtig ist, dass man ein Auge für Muster und solche Dinge hat, genauso wie bei den Kunstschmieden, da diese sehr viel Gitter oder Schnörkel machen. Wie sind dann die Berufsaussichten, also in welchen Bereichen kann man dann arbeiten? Ja, es kommt auf die Abteilung drauf an. Als Goldschmied kannst du natürlich dein eigenes Geschäft aufmachen, aber auch bei diversen Goldschmieden arbeiten. Als Graveur kann man beispielsweise bei der Münze Österreich, sind sehr viele ehemalige Absolventen unserer Schule, die dann eben Münzen prägen, oder auch die Kunstschmiede, die dann eben entweder Damastmesser herstellen, ihre eigene Schmiede aufmachen. Allerdings durch die künstlerische Ausbildung könnte man auch sagen, man geht danach studieren, macht irgendwie ein Kunstgeschichtestudium oder ein Designstudium.